Hallo zusammen, willkommen zurück. Die Nachbarsbauern sind wieder am Start. Ja, der August geht auch schon so langsam zu Ende, wie man sieht. Wir haben schon wieder fast 17 Uhr. Ich habe eigentlich nichts mehr zu tun. Ich mache jetzt mal noch ein bisschen hier Paletten schubsen und so Sachen. Und ich glaube, Andi kämpft immer noch mit seinem komischen Gras da drüben auf der Wiese. Oder wie schaut's bei dir aus? Ja, ich bin hier noch fleißig am Abfahren und der Gacki, der langweilt sich schon wieder. Das kann ja gar nicht sein. Ich weiß nicht, was ich falsch mache, dass ich so viel Arbeit habe und der Gacki immer rumliegt und sich suhlt im Sonnenschein. Du übertreibst. Ganz ja, einfach. Mit was übertreibe ich denn bitte, Gacki, hä? Ich habe 100 Bäckereien, die müssen alle laufen und hier und da und dann noch das und hier und meine Güte. Ich habe meine zwei, drei Stoffdinger, die eigentlich von alleine laufen und deswegen kann ich mich auf die faule Haut legen. Ja, aber ich brauche Silage für meine BGA und meine Kühe. Und es gibt viel Silage. Die habe ich auch gerade gemacht, ja. Ja, aber nicht so viel. Müsste ich mal hochrechnen. Dann rechne mal. Hast du jetzt kurz einen Moment Zeit? Ich übernehme und laber ein bisschen. Ich habe ja schon einiges abgefahren. Ich bin jetzt hier an der letzten Wiese. Ja, Mann. Und du bringst mich schon wieder komplett aus dem Konzept hier. Was, warum? Ich lade gemischten Salat und Tomatensauce auf, um die ins Lager zu bringen. Und jetzt reden wir von den Silageballen und jetzt wollte ich zu den Silageballen fahren und fahre mit dem Salat darüber. Das ist doch in Ordnung, Gacki. Ist doch völlig okay. Die Paletten müssen sich auch ein bisschen umschauen, ne? Damit sie mal wissen, wo sie hingehören. 5,5. Ich weiß, du machst mehr Silage. 1500. Aber wie ihr schon am Silo sehen könnt, das füllt sich schon beträchtlich. Und wir können gleich mal gucken, wie viel es schon drin ist. 550.000 Liter haben wir schon drin. Und ja. Und wenn wir jetzt mal noch 30.000 Liter oben drauf schmeißen und ein paar Fahrten haben wir noch, also es werden bestimmt noch 5, 6 Fahrten werden sie locker noch werden. Ja gut, ich habe gerade mal gerechnet, ich habe 407.000. Ja, mit denen wäre ich auch schon lange durch. Aber ich muss jetzt noch meine BGA füttern. Mal für die Nacht vorbereiten. Mein Förderband steht neben meiner BGA und die BGA läuft wahrscheinlich schon langsam leer. Keine Ahnung. Ja. Aber gut. Hilft ja nichts. Und die Gülle ist bestimmt auch schon leer gelaufen an der BGA, aber naja. Guck mal, mit Gülle arbeite ich ja gar nicht. Ja, es sind auch noch ein bisschen wenig Kühe im Stall. Da müsste eigentlich mal ein bisschen. Ja, mal ein bisschen nachlegen, aber das würde ja auch bedeuten, dass ich mehr Futter brauche, was ich im Moment nicht habe. Aber der Vorteil ist, wenn wir jetzt schon zu viel Silage haben, wird ja bei der nächsten Ernte das Silo voll werden. Da passen so ungefähr 1,2 Millionen Liter rein, Pi mal Daumen. Und wenn ich jetzt so 750.000 mache, dann bleibt ja so 200.000 Liter ungefähr übrig, die ich dann in Heu umwandeln kann. Was wieder sehr, sehr, sehr gut ist. Dann gehen wir auf jeden Fall, geht uns dann nicht das Futter aus. Also es hat alles seine Vorteile. Wäre es nicht wirklich sinnvoller, direkt auf Mischfutter zu gehen? Inwiefern? Weil das doch
durch Stroh, was ja damit reingemischt wird, doch wesentlich ergiebiger ist. Da machst du ja aus ein bisschen Silage und ein bisschen Heu. Ja, doch relativ viel Mischfutter. Ja, das Problem ist, dass ich halt bis jetzt nicht genügend Silage habe, um Mischfutter herzustellen. Ach so. Das sich ja dann ändern wird, wenn mein Silo reif ist, weil dann, wenn ich 1,2 Millionen Liter drin habe, das reicht mir ja. Also für die BGA wird es ein Jahr reichen. Das heißt, ich kann dann auch anfangen, die Kühe mitzufüttern. Und dann muss ich halt auch anfangen, beide Silos irgendwie zu befüllen und voll zu halten. Ja, es wird noch irgendwie ein Kampf werden, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Wobei ich so das Gefühl habe, dass die zwei Silos irgendwie nicht so ganz... Weiß nicht, ob ich damit klarkomme. Aber ich denke schon. Wir werden sehen. Ich hätte eben beinahe schon wieder Schwachsinn gebaut. Ich hätte beinahe meine zwei Eierpaletten in die BGA geschmissen. Ja, gerade Silageballen gefahren, da reingekippt. Und jetzt denke ich, ja, machst du noch die Eierpaletten und war schon drauf und dran, auf die Rampe raufzufahren. Das Problem ist, ich weiß noch nicht, wie ich meine Silage in den Kuhstall bekomme, also in den Futterroboter, also in den Mischfutter-Dingsbums. Förderbandanhänger? Ja, das hatte ich auch im Kopf. Weiß noch nicht, wie ich es mache. Oder eben eine Förderbandschlange. Eine Förderbandschlange wird nicht gehen, weil wir müssen ja, also ein BGA ist ja, ein Förderband ist ja für die BGA. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich es nicht überlappen, also mit einem Förderband und dann weitergehen, aber das funktioniert nicht. Ich muss das auf jeden Fall dann mal kräftig nach hinten schieben. Schon ganz schön voll hier die Hütte. So, aber wenn ihr wollt, können wir zur Abwechslung noch ein paar Paletten schubsen. Ich hab ja da unten nicht weitergemacht. Ich bin dann gleich nach unserem lustigen Intermezzo aus der letzten Folge, bin ich dann gleich wieder hier aufgestiegen. Und hab weitergemacht, weil das muss ja definitiv heute noch erledigt werden. Also, nicht zwingend muss es heute noch erledigt werden. Ich könnte es auch morgen machen, aber... Ich glaube, wir haben morgen auch genug zu tun. Vor allem, wir müssen die Strohballen noch pressen. Oh mein Gott, wir müssen die Strohballen noch pressen und einräumen. Oh mein Gott. Das wird ja was werden. Wer ist denn auf die scheiß Idee gekommen? Ja. Ja. So ist das. Wenn das eine gemischte Salatproduktion läuft nicht, das steht alles beim Gewächshaus. Und ich müsste eigentlich, glaube ich, mal wieder noch ein paar Erdbeeren. Das ist jetzt aber ungünstig. Mein Headset hat mir mitgeteilt, dass die Batterie leer geht. Das ist nicht gut. Ja. Na gut, das kriegen wir dann auch hin. Ach so, was wollte ich sagen? Ja, genau, wegen den Erdbeeren. Ich glaube, ich müsste das Gewächshaus wieder ein paar Erdbeeren herstellen lassen. Weil die 20.000 Liter Erdbeeren, die reichen mir für... Wie lange reichen wir die denn? Ich verbrauche 1.500 am Tag. Also, nicht so lang, ne? Nicht so lang. Ein Jahr. Da müssen wir dann irgendwann mal wieder ein bisschen produzieren.
Aber das hatte noch ein bisschen Zeit. Guck mal, ich komme hier zum Ende. Das Ende naht. Ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels, aber es ist nur eine Eisenbahn. Na, ja, der Gacki, da fährt schon wieder seine Stoffpaletten hier, seine dicken Kohlen fährt er hier schon wieder durch die Gegend. Der Stoff ist doch nichts wert. Die Gucci-Klamotten, die da hinten rauskommen, dann die ist das, was Gucci, habt ihr gehört? Kohle bringt. Gucci wird seit neuestens beim Gacki produziert, aber ob ihr das kaufen wollt, ich weiß ja nicht. Das Problem ist halt, dass die Schafe halt nichts zum Essen kriegen. Und ob dann die Wolle auch hier... Ja, du wolltest was sagen? Woll. Futter im grünen Bereich. Nichts zu essen. Hallo. Ja, der, das ist ja nur eine Momentaufnahme bei dir, dass die Schafe gerade mal was zum Essen haben. Nein, die Schafe haben immer was zu essen. Weil jedes Mal, wenn ich Silageballen presse, bekommen die frisch gewickeltes Gras. Und wie sieht's mit Wasser aus? Das ist ja auch ständig leer, habe ich gehört. Fehlen nur 1000 Liter ungefähr. Eieieiei. Hat er sich diesmal wirklich mal um seine Tür ein bisschen gekümmert, ne? Aber mein Gott, wir wissen ja alle, wie oft das passiert. Schafe. Aber was habe ich gesagt? Kühe. Habe ich Kühe gesagt? Ich habe Tiere gesagt, oder? Du hast Kühe gesagt. Nein, du hast Kühe gesagt. Okay, dann habe ich Blödsinn geredet. Aber wir wissen alle, dass der Gacki sich ja nur einmal im Jahr um seine Tiere kümmert. Mhm. Weil er die meiste Zeit bei einer Kujote Ugly Bar umhängt, weißt du? Und dann ist das... Gar nicht wahr. So. Das ist klar. So versucht der Betreiber der Bar hier irgendwie illegal Werbung zu machen. Ich bin nicht Betreiber der Bar. Die haben sich da eingenistet. Ich kann da nichts dazu. Ja. Ich bin nur Opfer. Wer es glaubt. So. Also, wundergut. Dann rennen hier die letzten Ladewagen da noch abholen. So, der Pflug, der ist immer noch schön aufgeräumt. Da habe ich mir einen Clou einfallen lassen. Ich weiß nicht, ob wir euch das schon gezeigt haben, aber ich kann den Flugplatz sparen in die obere Hälfte der Halle einlagern. Da gibt es ein ganz spezielles Lagerverfahren. Natürlich nur mit Siemens Lufthaken in Verbindung. Ist ganz klar Geschichte. Aber ja, so kann man halt unten und da auch noch Geräte abstellen. Das ist halt, also das ist einfach vom Vorteilhaft. Man muss Platz sparen, wo man kann. Okay, das wusste ich noch nicht, dass du einen neuen Job hast. Ja. Du bist der Geschäftsführer der Deutschen Bahn. Ach, ja? Wieso das? Hm? Hä, wie ist das denn passiert? Schreib Kesu. Ja, ich lese es gerade, aber wie kommt ihr denn jetzt da dazu? Ja. So, komm. Jetzt machen wir hier noch ein bisschen Saatgut mit unserem tollen super mini. Ach so, ich habe jetzt gedacht, produzierst dein eigenes Saatgut nicht so. Hä, wie macht denn das jetzt? Nee, das machen wir nicht. Ich kaufe. Du kaufst Saatgut. Ich habe gedacht, du nimmst dieses Dann, wie nennst du es so schön? Schwindler Förderband? Stimmt. Das ist ja heute sogar mal aktiviert, habe ich festgestellt. Oh, dann muss ich es gleich mal kaufen. Dann kannst du der Kaki nicht mehr deaktivieren. Doch.
Was? Dann ist es einfach weg. Dann ist es einfach weg. Achso, das ist dir einfach so eingefallen. Okay, ja gut, dann. Ja gut, Geschäftsführer der Deutschen Bahn wäre ich auch gerne, ne? Ich meine, brauchen wir nicht drüber reden. Dann könnte ich auch auf den Lottogewinn verzichten, ne? Weil. Ich habe keine Ahnung, wie viel Mille der jedes Jahr mit heimträgt, aber wenig werden es nicht sein. Kann man von ausgehen, ja. Ja, das lässt sich ja erörtern. Ich muss man nur mal googeln. Und da ich keine Zeit habe, weil ich hart arbeiten muss. Ich auch. Ja, du bist schon wieder am Kauen. Was isst du denn schon wieder? Ich befülle meine Gewächshäuser. Das war jetzt mein letztes Colorado-Lakritz-Dingens. Wer Lakritz ist, ist auch kleine Kinder. Sind lecker. Oh, bist du in der andere Richtung abgebogen? Oh. Das ist weg. Dann machen wir mal den Big Bag noch leer. Die Musik ist so richtig motivierend, da will man richtig arbeiten. Du wirst lachen, die Playlist, die wo da gerade läuft, ne? Die habe ich auch ganz oft zum Lernen an. Okay. Ja, weil wenn ich normalerweise bin ich ja in so Coworking-Streams oder so, aber am Wochenende laufen die halt nicht, weil irgendwie kein Mensch am Wochenende arbeitet, außer ich. Ich mache irgendwas verkehrt. Und ja, dann bleibt mir halt noch die Wahl. Also Musik hätte ich schon gerne, dann könnte ich halt Radio hören. Da werde ich aber relativ oft abgelenkt, weil da ja halt nicht nur Musik läuft, sondern auch bla bla und dann ist die Musik vielleicht zu intensiv und lässt sich dann wieder ablenken. Deswegen haue ich dann die Playlist rein, weil das ist so, ja, ein bisschen motivierend, aber nicht zu ablenkend. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Mitgefahren. Ja, guck mal. Ja, passt nicht ganz alles. So, dann machen wir jetzt noch Wasser. Wasser. Oh Gott, ich müsste so viel noch tun. Ich habe heute wieder nichts geschafft am Hof, außer mein Gas eingefahren. Ich brauche unbedingt einen anderen Ladewagen. Ne? Das ist... Ja, weiter geht's hier im Programm. Alter, was hab ich denn heute mit diesen verdammten Autos, Alter? Ständig kommen die aus dem Nichts und stehen vor mir. Das ist heute schon, keine Ahnung, der 28. Unfall, den ich heute hab. Also der Verkehr ist mehr geworden, oder täuscht es? Kacki. Also wie gesagt, der ist schneller. Also er ist wirklich, also wie gesagt, ich bin vorhin ja mit 63 gefahren und dieser komische Citroen-Gangsterwagen ist mir davon gefahren. So, nein. Alter, der wollte mich jetzt gerade voll weggraben. Habt ihr das gesehen? Und es kann ja klar sein, wenn der Verkehr schneller geworden ist, ja, ist er halt häufiger wieder da. Ja. Gut. Aber ihr könnt ja mal in den Kommentaren reinhauen, was ihr davon haltet. Ist der Verkehr mehr geworden? Schneller? Oder gleich geblieben? Keine Ahnung. Was ist eure Meinung dazu? Wie nehmt ihr das wahr? Würde mich mal interessieren. Und
Ja, ansonsten, morgen 12 Uhr geht's hier weiter. Wir sind ja natürlich noch eine ganze Weile live auf Twitch, weil wir mal wieder gebummelt haben beim Aufnehmen und relativ viel Spaß hatten und ein bisschen gelacht hatten. Teil davon habt ihr ja mitbekommen in der letzten Folge. Aber sowas passiert sehr, sehr oft zwischendurch. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, schaltet ein hier live auf Twitch und genießt das mit uns. Ja, das war's auch schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, danke, dass du meine Abmoderation übernommen hast. Ich sag auch Tschüss, bis zum nächsten Mal. Achso, ja, das war wegen der anderen Folge.